keine Sicht und überall Schnee. So sah die B12 am Freitagvormittag zwischen Buchloe und Germeringen aus. Bei zwei direkt aufeinanderfolgenden Unfällen wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Kurz vor 9 Uhr war es auf dem Abschnitt der Strecke zu einem ersten Verkehrsunfall gekommen, als der Fahrer dieses Kleintransporters aufgrund der Witterungsbedingungen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich jedoch nicht lang ausruhen, denn nur wenige Minuten später krachte es erneut auf dem Streckenabschnitt. Diesmal erwischte es zwei Pkw. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät einen Insassen aus dem Pkw befreien. Mit Verletzungen wurden diese ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde die B12 vorübergehend gesperrt.